Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pathfinder Kingmaker. So, ich wollte eigentlich, ich habe jetzt verkauft meine ganzen Sachen und wollte eigentlich nochmal zur Truhe gehen, um die, ja, meine überzähligen Gegenstände, die ich quasi noch habe, quasi einzulagern. Und dann beim Hineingehen ist jetzt folgendes Event passiert. Canera, seht euch das an. Canera spielt mit ihren edlen silbernen Schuppen, Schnupftabdose herum. Das ist nur ein kleiner Teil der Schätze, die die Arbeiter im Keller der Festung gefunden haben. Die unangenehme Geschichte des Schatzes bringt uns zu beide, euch als Baron und mich als Kämmerin, eine unangenehme Lage. Für Millar Fulor ist diese von unseren Waffenbrüdern. Kenar runzelt mit der Stirn, als sie den Gravur auf dem Deckel vorliest. Und bei allen unseren Schätzen ist es dasselbe. Kelche, Besteck, Schmuck. An allen klebt noch getrocknetes Blut. Offenbar hat der Hirschkönig viele der Schätze, die er geraubt hat, versteckt. Und wir müssen nun entscheiden, was wir mit dem dunklen Erbe anstellen. So, wir können es für uns behalten. Sonst würden wir eingestehen, dass wir unsere legitime Regierung sind, sondern nur weitere Diebesbande. Andernfalls, wir sollen diese Fusion und all die anderen armen Opfer jemand finden. Wie viele von ihnen sind noch am Leben? Ich schlage vor, dass wir die Schätze verwenden, um die Dörfer wieder aufzubauen, der Schürzgang terrorisiert hat, und gut den Staat und stärkt rechtzeitig euren Ruf als Herrscher. So, jetzt könnte ich, die Gegenstände gehören genauso wenig mir, wie dem Hirschkönig gehört habt, gibt sie den Leuten zurück. So, als Besitzer der Gegenstände könnten Tod oder Fluch sein. Wir werden damit die Dörfer instand setzen und die Besten, also das Hirschkönig, gelitten haben. Oder bringt sie meine Schatzkammer? Also entweder das. Ich denke mal, wir sind ein rationaler Mensch und wir sagen, so, wir werden nicht mehr alles finden. Und deswegen werden wir die Dörfer wieder aufbauen. Das ist die richtige Entscheidung. So könnt ihr als gerechter Wohltäter eure Untertanen darstellen und deren auf unsere eigene Kosten. So, da kommen die Nächsten. Dann bin mal gespannt. So, Enon, der fahrende Händler. Eno ist ein Halbelf-Händler, der kürzlich in der Hauptstadt kam, fällt vor dir zu Boden. Jenatal, die neben ihm steht, sieht völlig anders aus als sonst. Die sonst so kalte und steife Untote scheint außer sich vor Wut zu sein. Trotz der Nähe, die sie ausgebrachten untoten Häscherin, scheint Eno zwar besorgt, aber nicht ängstlich zu sein. Wenn ihr gestattet zu reden, da kann ich das erklären. Ich hoffe, das könnt ihr, Halbblut, sonst zu Schenatal, und verwendet sich zu ihr euch zu. Habe ich euch schon traurige Geschichte meines Todes erzählt? Sie ist vor allem deshalb so traurig, weil ich mir nicht erinnere, wie ich gestorben bin. Ich wanderte erschöpft durch das Ödland jenseits der Grenzen von Kyrn, bis ich kaum noch einen Weg sehen konnte. Ich hielt an, um mich auszuruhen, oder verlor einfach nur die Besinnung. Als ich wieder aufwachte, hörte ich den Ruf meiner Göttin, und die mich gerade von den Toten zurückholte. War es Gift, Magie, eine Krankheit? Was auch immer mir am Leben nahm, hinterließ keine Spuren. Ich dachte, dieses Geheimnis würde mich für immer verfolgen, aber dann betrat ich diesen Laden, dieses Halbbluts. Ich war auf der Suche nach den Andenken an Kyrn. Und was fand ich? Meinen eigenen Dolch. Jenatal zeigt den Elfendolch mit derartigen Klinge und leeren Fassung im Griff, in den eine Edelsteine eingebunden waren. Dieser Dolch verschwand in derselben Nacht, in der Tod ereilte. Wie kann das Halbblut in diesem Besitz? Lasst ihn reden, Jenatal. Wut hilft nicht, die Wahrheit zu erfragen. Deshalb, Jenatal macht eine Pause, habe ich den armseligen Taugenicht als Respekt vor eurer Autorität hierher gebracht, anstatt die Wahrheit auf meine Weise aus ihm rauszukitzeln.
Der Halbelf rappelt sich seufzend auf und drückt die Kleidung zurecht. Danke, dass ihr mir gestattet zu sprechen, Euer Gnaden. Die Geschichte ist nicht so allzu aufregend, jedenfalls längst nicht so aufregend wie Bericht über den Riggertal im Auge von Abendo. Gestern entdeckte ich nördlich der Stadt ein totes Wildschwein. Es war niemand in der Nähe, aber im Nacken des bedauernwertigen Tieres steckte dieser Dolch. Ich weiß nicht, warum ihm der Besitzer ihm den Kadaver ließ. Vielleicht ist die Bestie dem Träger ja mit der Waffe, die sie verletzt hatte, entkommen. Also nahm ich den Dolch sorglos an mich und freue mich meines Glücks, ohne zu ahnen, welchen Preis ich dafür zahlen musste. Wo genau habt ihr den Dolch gefunden? In der Nähe von Althorn. Ich bin sicher, ihr wisst, wo der Baum wächst. Ich fand das Wildschwein westlich des Althornbaumes, unweit des Dornflusses. Werdet ihr schwierigen Anschuldigungen zur Last gelegt? Seid ihr sicher, dass ihr nicht mehr zur Verteidigung sagen wollt? Ich wünschte, das könnte ich, aber leider. Die gelbgrünen Augen des Halbes sind völlig ruhig. Das tote Wildschwein ist mein einziger Zeuge. Aber ich glaube euren Sinn für Gerechtigkeit, Baron. Ich bin sicher, ihr werdet die Geschichte überprüfen. Und dann wird alles sich finden. Seid vernünftig, jener Teil. Wenn er etwas über euren Tod zu tun hätte, würde er euch sicher doch eigenen Dolch verkaufen. Wir werden die Angelegenheit nachgehen. Zuerst überprüfen wir Enos Geschichte und dann suchen wir den unglücksames Wildschwein. Jener Teil verneigt sich würdevoll. Ich danke euch. Das ist mir sehr wichtig. Ihr habt Halbblut, solltet ihr beten, dass sie Erfolg haben. Falls ihr lügt, findet ihr einen besseren Weg, die Wahrheit aus euch herauszukitzeln. Okay, also versuchen wir mal etwas über ihren Tod herauszufinden. So, Tod untersuchen, ja. Dahin wollte ich eigentlich. So, ich wollte die Sachen hier hineinlegen. So, dann ganzen, was haben wir denn da? Wilderbogen. Ja. Gehe ich nämlich die ganzen Sachen, wollte ich eigentlich mal hier rausholen und verkaufen. 200 plus 1, Arkaner Beschützer, 200, ein Turmschild. So. Beschützer der Ungerechten, das war für die, nur für, ich glaube nur für, ne, kann nicht von Rechtschaffen oder guten Charakteren getragen werden, ja, genau. Kettenhemd plus 1, die Ritterrüstung, die kann jetzt auch eigentlich in den verkauft werden, der schwere Schild. Ich weiß gar nicht, ob Flint den schon tragen kann jetzt. Muss mal gucken. Jetzt mal schauen. So, da habe ich noch den raschen Rückzug. Bringt auch nicht viel Geld. Sicherer Schlag und Stab des Verschwindens. So, Stab Feuerball. Kammer, nicht identifiziert. Ziehen wir das Ding mal. Stabschild. So. Ich glaube, so lange brauche ich jetzt erstmal besonders die Sachen plus 1. Die Meisterstücke und sowas. Die sind eh nicht das, was ich brauche. Kurzbogen. Keiner Beschützer, Bastardschwert. Und Zweihänder. So. Dann
Gehen wir mal zu unserem guten Geschichtenerzähler und fragen ihn mal, ob wir noch ein paar Sachen bekommen. So, ich bringe euch einige Relikte. Sind in meiner Geschichte würdig. So, Geschichten erhebt mit Augenbrauen. Sehr interessant. Darf ich euer Gnaden? Geschichtenerzähler bemüht sich, den Anhängern Thor als Symbol. Oh, das Symbol von Thora. Die Kinder des Steins tragen allerlei Anhänger. Als schützende Talismane. Ich kaufe sie euch gerne ab. So, 2800 Goldmünzen bekommen. Dann für die Geschenk der Dryaden nochmal 2400. Und thalernische Kriegererkennungsmarke nochmal 300. Oh, es ist wirklich beeindruckend. Diese Gegenstände gehören vor langer Zeit im Zwergenschmied und wollen Geschichte erzählen. Die Geschichtsschmiede schüttelt traurig den Kopf. Aber zu viel ist verloren. Zu viel ist vergessen. Die Geschichte des Schmieds ist mir entfallen. Ich bitte übrigens 5 fehlende Gegenstände und bringt sie mir schnell wie möglich zu mir. Okay. So. Dann überlasse ich die Legenden bis zum nächsten Mal und die anderen Sachen kann ich dann hier lassen. Was wiegen die? Ein Pfund. Stimmt, da wollte ich mal gucken, ob er so Rüstungsklasse leichter Schild plus 2. Rüstungsmalus minus 1. Ja, brachte keinen Unterschied. So, er trägt einen guten Plattenpanzer, das heißt, den Rest wird dann nochmal verkauft. Ja, deswegen, das wollte ich eigentlich ohne euch machen, damit man hier nicht irgendwo zu viel Zeit. Vielleicht schneide ich es auch nochmal schnell raus. Ich würde sagen, ich schneide das raus. Alles klar, dann bis gleich.
bin ich wieder. Hallo. So, ich habe jetzt alles Mögliche verkauft und ja, hin und her. Und jetzt bin ich nochmal auf die große Karte gegangen. So, und hier haben wir diverse Ereignisse. So, Wunden ausrichten. Ein Fehlschlag. Oh, das ist natürlich schlecht. Noch ein Punkt. Tragödien in der Mine. Das ist ein Erdrutsch. Da haben die Preise erhöht. Okay, Gemeinschaft plus 4. Im Namen des Gesetzes, eine Gruppe von Freiwilligen ist darauf eingetroffen, wollen helfen, ja. Die Kamera bedarf eine neue Aufmerksamkeit. Wütende Chinatal, da haben wir eben schon mitgesprochen. So, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge der Weise. Da kann er quasi drin arbeiten. Es gibt 3 Loyalität dazu. Ein vielversprechender Magier und Wissenschaftler aus dem Ausland ist in der Region eingetroffen. Er sucht einen ruhigen Ort, mit dem ungestört wird. Die Behörden könnten in Zusammenarbeit profitieren. Okay. Verfügbar ist eine Marke, plus 5 auf dem Wurf. Ja komm, dann mach du mal. So, du bist noch... So, Unruhe stiften, ein unbekannter Unruhestifter hetzen das Volk der Rebellion gegen den Herrscher auf. Plus 3 Militär, ja. Gehst du mal hin. So, du bist noch Ereignis des Monats. Ja, müssen wir mal schauen. So, andere Projekte. Das ist in Arbeit. Die sind glaube ich alle, ja, die sind drin. Das heißt, wir haben noch da. Sie macht das Handelsabkommen und das kann man nicht machen. Das heißt, er kann nur noch das tun. Also 70% sollte passen in 10 Tagen. Gut, dann Rangaufstieg. So, Unterstützung der Form der Kämmerin. So, wie lange braucht denn die Kämmerin noch? Ihre Sachen. Ne? Obwohl, kann ich jetzt starten. So, Abschluss wird Wirtschaft um 1 erhöht. Das ist gut. Dauert 14 Tage. So. So, Ereignis Monat plus 5 auf Göttlichkeit. Das ist fertig. So, Militär ist auch durch. Loyalität haben wir auch einen Erfolg mit dem Weisen, das ist sehr gut. So, Spielwerte. So, da haben wir jetzt das nächste. Projekte. So, dafür gibt es keinen Ratgeber. Dauert 15 Tage, dauert 100 BP. Handelsabkommen mit Mion. Überwachung und Handelsrouten aussenden, um den Hauptstadt verbunden. Ein SPP pro Woche ist nett. So, Militärrang aufsteigen. Den Tempel plündern. Nein, den will ich nicht plündern. Kann ich die auch abbrechen? Nein. Kann ich nicht abbrechen, schade. So, vereinbaren mit Josef. Der Bürgermeister von Restrov hat 500 BP finanzielle Unterstützung angeboten. Im Austausch will er euer Versprechen ausschließlich Baumeister gelöffen, dass sie von uns arbeiten. Ah, ich weiß nicht. Dann mache ich doch lieber ein Handelsabkommen mit ihnen. So, die Händler werden Genehmigung erhalten, eine benachrichtigte Handelspost im Herzen von Neustiften zu errichten. Für jede Stadt in der Burini gibt es pro Woche 5 BP. Ja, das ist okay. Aber wahrscheinlich brauche ich sie noch. So, neue Talente rekrutieren. So, da kannst du machen. Das Handelsabkommen, das klappt ja noch nicht. Regionen. So, dafür brauche ich die beiden. der Brief. Hat eine Einladung geschickt. Okay, da muss ich gleich mal hingehen und
plus 3 auf Wirtschaft dauert 21 Tage. Ja, dann startest du damit. Und der Ratgeber wartet. Und hier möchte ich nochmal. Ah, ich habe nicht genug Geld dafür. Gut, dann. Schauen wir mal. So, wo haben wir denn? Betreten wir mal hier und schauen mal, ob wir irgendwas noch tun können. So, ist alles gebaut. So, was kann ich denn noch bauen? Momentan nichts. Weil ich auch kein Geld habe. 92, 34 pro Woche gibt es dazu. Das heißt, entweder warten wir einfach ein paar Tage oder wir gehen einfach mal in den Thronsaal. Da sind wir ja eingeladen worden. Es geht ja jetzt weiter. Auf diplomatischer Mission. Das wäre ja mal was Neues. So. Wir haben aus Brevoy einen Brief hinsichtlich von eures Handelsposten erhalten. Okay. Ich muss zugeben, Lady Amelia war über eure Bitte, die Gerechtigkeit über Olegs Handelsposten auf euch zu übertragen, nicht erfreut. Die Old Aldori nehmen alles, was Loyalität und Treue betrifft, sehr ernst. Ich konnte ihr eure Position allerdings vermitteln und die Lage entschärfen. Ich denke, ich kann die Aldori davon überzeugen, dass Olegs Steuern für das laufende Jahr von euch eingefordert. Und die Instandsetzung der Straße müssen wir allerdings selbst kümmern. Wir können die Armee ja nicht offen die Stirn bieten. Wir warten, einen richtigen Zeitpunkt erklären. Nein. Wir werden die Straße reparieren. Mit Vergnügen, euer Gnaden. Die Straße wird Restor verbessern, wobei alle Beteiligten profitieren müssen. So. Da der nächste. Wunderbare Neuigkeiten, euer Gnaden. Maljar Fan, der Fürst von Warnburg, möchte ein Bündnis mit euch eingehen und eine Handelsroute zwischen euren Ländern begrünen. Hier ist Fürst Warnburgs Brief von euch selbst. So. Okay. Mal gucken. Tristans Gesicht liegt Entschlossenheit. Ich bringe schlechte Neuigkeiten von euren Untertanen. Einer eurer Bürger hat mich heute auf der Straße angehalten und darum gebeten, euch etwas Wichtiges mitzuteilen. Tristan hält inne, als fehle ihm momentan der Mut dazu. Wisst ihr, einer der Händler, der heutigen Importwagen in der Stadt verkaufen, hat nicht immer ein ehrbares Leben geführt. Unter dem Hirschkönig hat er die Banditen mit Diebesgut gehandelt. Für einen prozentualen Anteil, versteht sich. Der Schurke war an dem Tag an einen entscheidenden Schlag gegen den Hirschkönig seiner Bande ausgeführt hat, weit entfernt. Und heute ist er wieder im Geschäft, vor euren Augen. Die vor kurzem noch indirekt mit betraut hat. Ich halte nichts von übereilten Urteilen, aber ihr müsst den Händler zumindest verhaften, um ihn zu verhören und die Gelegenheit zur Buße geben. Denkt nur an jene, die jeden Tag an der Straße stehen, frei und trotz der Missetaten unbestraft. Das Volk verlangt Gerechtigkeit von euch, Baron. So, Auswahleffekte. Verhafte diesen verschlagenen Händler umgehend und wirf den Verkauf von Diebesgut büßen. Wenn er mehr Zeit hat. So, ich will. Ja doch, komm. So, ich werde die Verhaftung des Händlers anordnen. Wir werden natürlich alle Gerüchte gründlich untersuchen und die Wahrheit herausfinden, bevor wir ihn verurteilen. Bauen die Effekte plus 2 auf Wirtschaft, minus 2 auf Gemeinschaft, minus 3 auf Wirtschaft. Neues Ereignis. Liebe des Volkes, unterstütze das Vorhaben des Rates.
So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt so plus 1 Beziehung, plus 1 Loyalität. Regionen. Ich habe nicht genug Geld. Ich habe 122. Pro Tag. Ach so, ein Fehlschlag. So, für die Wirtschaft. Kostet 75, dauert 14 Tage. Liebe des Volkes, um 10% reduzierte Kosten von Gebäude für die Loyalitätsbonus. Okay, dann starten wir mal. Handelsposten. Nicht genug Geld. So, die Straße zum Handelsposten. Dauert 30 Tage. 51 Geld habe ich. Was bringt das? Plus 3 Wirtschaft. Rangaufstieg würde ich gerne machen. So, da ist er besetzt und sie ist auch. Wie lange hat sie denn noch? So, sie hat endet in 14 Tagen. Endet in 12 Tagen, die andere. Ah, Lindsay hat etwas zu besprechen. So, schlechte Nachrichten, Euer Gnaden. Es gibt einen Dieb war im engsten Kreis. In der Schatzkammer fehlen betrachtet die Summe an Gold. Die Untersuchung läuft bereits. Sobald der Schuldige gefasst ist, wird er vorgeführt. Ich glaube, ich weiß über dem traurigen, nein, schockierenden, überaus schockierenden Vorfall. Könnt ihr mir unter vier Augen darüber reden? Ich warte im Ratsversammlung, im Gasthaus auf euch. So, überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass ein solches Verbrechen in Verbindung stehen könnte. So, dann gehen wir mal zum Gasthaus. Ich glaube, dahin. Hat sie gesagt, Gasthaus oder Taverne? Gehen wir mal in die Taverne gucken. Ein Gasthaus ist eigentlich eine Taverne. Jetzt die Frage, was meinte sie? So. Ein paar Bürger. Da ist Lindsay. Lindsay tritt nervös auf der Stelle und dreht den Federkiel in den Händen. Sie bekommt einen hochroten Kopf. Also, was die Unterschlagung angeht, ich meine, beruhigt euch, Lindsay. Alles gut. Was wollt ihr mir sagen? Lindsay atmet tief durch. Naja, das war ich. Aber ich kann es erklären. Wisst ihr, ich habe schon immer davon geträumt, eine eigene Druckerei zu haben, damit ich jederzeit selbst Bücher drucken kann. Und dann habe ich erfahren, dass in Bravo eine Druckerpresse billig verkauft wird. Und nun ja, ich konnte einfach nicht widerstehen. So, freut mich für euch. So,
Ich habe die Schatzkammer bedient, jeder von anderen hätte längst einen Kerker eröffnet. Wird das Geld zurückgehen, egal wie er es bekommt, ihr werdet diese Drucker nie wieder erwähnen. Ja, das ist natürlich doof, weil sie hat das Geld entwendet. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwelche Sachen Bonis bringt für sie, wenn sie eine Druckerpresse hat. Nein, aber ich werde den Schatzkammer durch das Schatzkammer bedient. Lindsay sieht mit flehendem Blick an. Sieht mir nicht so an. Ich habe euch vertraut. Ihr verschleudert mein Geld für euer Spielzeug. Schön, öffnet eure eigene Druckerei. Aber wenn ihr mich noch einmal hintergeht. Ja. So, das. Schön. Tiefseufzen. Schön. Eröffnet eure eigene Druckerei. So, Lindsay senkt den Kopf und starrt auf eure Füße. Es tut mir so leid. Ihr habt mein Wort. So etwas wird nie wieder passieren. Es gibt aber ein Problem. Die Presse hatte schon geliefert werden müssen. Aber bis jetzt ist sie noch nicht da. Ich fürchte angesichts unserer Straßen und des Gesindels, die dort herumtreiben, dass sich in die Luft aufgelöst hat. Können wir vielleicht nachsehen, ob etwas passiert ist? Sie sollte eine alte Straße durch die Nordmark kommen. Gut, suchen wir die Presse immerhin. Wurde sie schon bezahlt? Gut, dann würde ich mal sagen, geht's mal los. So, jetzt überlege ich halt. Also ich würde gern ihn mitnehmen. So, habe ich dann. Lindsay ist eigentlich auch eine gute. Sie macht eigentlich nicht viel. Sie hat einen guten Bogen, der richtig gut Schaden macht. Muss ich mal überlegen, ob ich den Bogen ihm mal mitgebe. Ich meine, sie kann auch keine Kompositbögen. Der hat tödliche Genauigkeit, aber sie hat halt ihren Gesang und der unterstützt die ganze Truppe. Da bin ich halt noch ein bisschen überlegen, ob ich die beiden. Sie heilt noch ein bisschen. Ne, ich werde Lindsay mitnehmen, weil wir suchen ja ihre Presse und wir werden auf jeden Fall mal versuchen, wie das funktioniert. So, aber den Bogen, den sie hat, den kriegt jetzt der Bogenschütze. Der sollte eigentlich ganz gut treffen. Und dann wird's nach. Dann geht's los. Mal schauen, wo wir überall jetzt hin können. Wir müssen ja für unseren Waldläufer noch eine Bestie jagen. Na komm. Ja, ich speichere. Alles gut. So. Du lässt mal deinen Bogen hier. So, und hast du eigentlich schon so Armschienen. Genau. Die Armschienen plus 1. Das heißt, sieben bis 19. Macht halt auch Blitzschaden und der Schaden. So, dann Körperkraft plus 2. Das passt soweit. Hat sie sonst noch irgendwas? Lederrüstung plus 2. Ne. Das war's. Ich will nicht zur Haupttaverne, ich will zum
Ich will das Gebiet verlassen. Geschlafen habe ich. Dann geht's jetzt los. So, also. Lindsay kommt rein, sie kommt raus, Lindsay kommt rein, sie kommt raus, er kommt rein. Und dann also nur ein bisschen Gruppe sortieren. Dann passt das. Dann werden wir Lindsays Druckerpresse suchen. Außerdem schreibt sie ja weiter über unsere Geschichten und das ist ja auch mal was Gutes. Na. So. Ja, im Königreich ist noch was zu sehen. So. Der Koboldpfad. So, schauen wir mal ganz kurz mal rum. Was haben wir hier oben noch? Hier oben ist, glaube ich, Rolex Handelsposten. Da war noch Onkman Quest. Aber damit würde ich jetzt einfach mal die Folge beenden. Ich schaue mich jetzt gleich nochmal so um, was wir noch für Quests haben. Besonders mit ihm können wir ja noch Sachen machen. Sie will die Druckerpresse besorgen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir irgendwo einen Schlammpool, wo wir jetzt noch überall hin können. Trollwildnis hat man ja eigentlich abgeschlossen. Warum immer hier noch ein Zeichen ist. Hier ist das Hordak-Versteck. Die grünen Gemächer. Ja, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.